Bei uns geht es jetzt weiter mit einer ganz spannenden App. Und zwar einer barrierefreien Kultur-App. Bleibt also dran. Zurück im Keller, hier im Erlacherhof in Bern, in dieser wunderschönen Location. Und jetzt geht es um eine sehr spannende App in unserer wunderschönen Stadt. Und zwar um eine barrierefreie Kultur-App, kurz QB. Und für das habe ich die Macherinnen bei mir von dieser Beta-App. Und zwar ist das Monika Grase, sie ist Projektleiterin Kinder- und Jugendkultur Stadt Bern. Monika, ganz herzlich willkommen. Merci. Und zu meiner Rechten Andrea Gribi. Sie ist Senior Business Consultant bei Energiewasser Bern. Und dort machst du unter anderem auch Smart City Projekt. Ganz genau. Hallo. Schön, seid ihr da? Wir reden über etwas Tolles, wie ich finde, über eine barrierefreie Kultur-App. Vielleicht ganz kurz am Anfang, dass wir das alle daraus kommen, von was wir reden. Monika, barrierefrei, was heisst das genau? Also barrierefrei heisst, also es ist ja eine App, die wir für Sehbehinderte und Sehbeeinträchtigungen gemacht haben, also, oder auch blinde Leute. Und wir haben es zusammen gemacht mit ihnen, also wirklich gemeinsam erarbeitet. Und es ist eigentlich so, dass Barrierefreiheit, vor allem das Handling, also die Steuerung über die App, die Navigation über die App, die Barrierefreiheit eigentlich herstellt. Also das heisst, dass sie wirklich selbstständig, also ich würde sagen, blinde Leute, nicht ganz selbstständig, aber sie können mit Trauen rein, von selber eine Führung anzuleiten, die vielleicht sonst einfach die sehenden Menschen machen, also begleiten auf so Touren. Und jetzt gibt es ja eigentlich, Andreas, gibt ja schon andere so Apps, wo man so auf einen Rundgang kann gehen kann. Bern Tourismus hat zum Beispiel eine. Euch, wenn ich jetzt den Namen anschaue, oder QB, Kultur hat er hervorgehoben und eben der barrierefreie Aspekt. Ist das so der Hauptideengeber gewesen, dass ihr gefunden habt, das fehlt noch? Ja, genau. Also wir haben auch so mal überlegt, was fehlt noch. Und dann haben wir sehr viel gehört von den Nutzern, dass sie immer abhängig sind von Leuten. Sie wollen eigentlich selbstständig sein können. Und dann haben wir gesagt, also lass uns mal schauen, was braucht es, für dass man selbstständig von A nach B kommen kann. Dann haben wir dann neue Technik integriert oder respektive kombiniert in dieser App. Und das soll ihnen auch helfen, dass sie einfacher die Hindernisse überwinden können, die es überall hat auf der Straße oder im öffentlichen Raum. Jetzt ist ja ein Pilotprojekt noch. Ich habe vorhin gesagt, Beta, das ist so die Informatikersprache, für das es noch nicht ein fertiges, komplettes Rollout ist. Aber trotzdem, die App, die gibt es. Mhm. Also die kann man abladen, oder? Ja, die gibt es im Apple Store und im Google Android Store. Und aber es ist eine Beta-Version, das heisst, sie ist noch nicht zu 100% ausgereift. Also es gibt noch ganz, ganz viele Sachen, die müssen korrigieren. Das ist etwas, was wir jetzt beim Test auch gemerkt haben mit sehbehinderten und blinden Leuten. Dass wir einfach noch gewisse Stolpersteine haben, die man jetzt fortlaufend muss anschauen muss, mit den Informatikern zusammen, die das ja mit uns entwickelt haben. Übrigens auch zuerst mal für sie, dass sie in diesem Bereich gearbeitet haben. Also, wenn man schon bei Barrierefreiheit oder auch Zugangsmöglichkeiten, es ist eigentlich auch für die Informatiker Zugang zu einem neuen Feld. Wir werden näher kurz reinschauen, wie das aussieht. Ja. Vielleicht schnell, Andrea, zu dir. Technisch, jetzt haben wir gehört, die Informatiker, die sind gefordert gewesen, für sie auch etwas Neues. Sind die technischen Bausteine die wichtigsten?
Ja, also ein Teil war, ja, wir machen das mit GPS, oder so, wie wir das alle wie kennen. Und die Nutzer haben dann schon gesagt, GPS reicht nie, es führt uns zu wenig dran an das Objekt, weil es reicht ja dann nicht, wenn ich 10 Meter an der Kreuzung stehe, sondern ich muss wirklich vor dran stehen. Und das war so ein Learning, das wir daraus herausgezogen haben, dass GPS eben in diesem Fall nicht reicht. Wir haben dann Mobilitätstrainer hinzugezogen. Das sind wirklich geschulte Trainer, die genau wissen, auf was sie schauen müssen, wo ein Absatz ist, wo sie auch niederschreiben können. Wir haben es dann so integriert in die App. Und dort, wo es auch nicht gelangt hat, haben wir zum Teil noch Beacons eingesetzt, wo man wirklich dann suchen kann und die Informationen bekommt. Also sehr spannend. Also ihr sagt eigentlich, und das ist für mich auch neu, GPS ist gar nicht so genau, wie alle immer tun. Also das reicht nicht für eine barrierefreie App, für eine barrierefreie Navigation. Ja, also wir werden ja, es reicht für einen Umkreis von 10, 15 Metern, oder? Aber wir haben ja zum Teil, wir werden es dann auch noch sehen, wir gehen zum Teil direkt an Brunnen an, wo man dann auch anlängen kann. Und für das reicht nicht die 10 Meter. Da muss man wirklich bis auf einen Meter herkommen und sich ausrichten, dass ich weiss, wo ist der Brunnen. Ist der hinter mir? Ist der vor mir? Ist der rechts von mir? Und das sind so Sachen, die man wirklich dann eben noch versucht hat zu überbrücken mit Mobilität aus Ergänzung, oder? Bevor wir wirklich konkret reingehen und schauen, wie es aussieht, haben wir noch ein Beispiel von Franziska Teuscher, von der Direktorin für Bildung, Soziales und Sport. Und sie erzählt uns, wo man mit dieser App überhaupt her kann. Habt ihr die neue App Kube schon runtergeladen? Sie ladet uns ein zu zwei Rundgängen, einen in Lengass und einen im Kirchenfeld, zu kulturhistorischen Themen. Mit dieser App setzen wir um, was mir sehr wichtig ist. Nämlich möglichst viel Angebot in der Stadt Bern für alle Menschen zugänglich machen. Sehbehinderte, blinde und sehende Menschen können die Rundgänge selbstständig machen. Ich bin sehr gespannt, was ich alles in diesen zwei Quartieren werde erleben. Also, es geht konkret, Monika, um zwei Quartiere, die ihr jetzt schon habt in dieser Beta-App. Genau, also wir haben zwei Touren gemacht. Die eine ist noch inklusive ÖV-Nutzung. Schon noch, also du kannst auch mit dem Apple ÖV Swiss Billion? Nein, es geht mehr darum, dass wir die eine Tour, die in die Lengass geht, das heisst, wir gehen dort auf einen Zeitsprung, wir gehen etwa 100 Jahre zurück und fangen beim Bahnhof an, gehen dann in die Lengass, suchen dort wirklich Objekte aus, die wir sonst in der gängigen Tour eigentlich nicht haben. Und die ist wirklich ÖV-los, also wir laufen das alles. Gehen dann etwa, was ist das, etwa 90 Minuten mit den ganzen Hörbeiträgen. Und die andere, die geht ins Killefeld und dort haben wir den Titel, respektive das haben auch die sehbehinderten und blinden Leute, haben genau diese Themen gewählt, haben wir eine Bären aufbinden. Also wir wissen irgendwo nicht so genau, stimmt ist das, was wir erzählen, wobei zum meisten stimmt natürlich, es ist natürlich alles recherchiert worden, aber es hat so ein paar so ein Frames drin, wo man so ein merkt, so, kann das jetzt sein oder nicht. Wie habt ihr das gemacht, die drei Recherchen? Habt ihr da mit dem historischen Museum gearbeitet, mit dem Staatsarchiv oder wie ist das dann? Es ist so, wir hatten eine Projektleitung, eine externe, das sind zwei Frauen, die eine ist Historikerin und die andere macht Kunst- und Kulturvermittlung. Und sie haben das beide zusammengestellt für uns, die Touren, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv, mit dem Archiv der Burger und dem Archäologischen Dienst. Also sehr spannend. Andrea, ich würde sagen, was meinst du, schauen wir mal rein. Sehr gerne. Starten tun wir am Falkenplatz. Wir machen, glaube ich, die Lengass-Tour, oder? Genau. Also, was geht? Grüß euch und herzlich willkommen hier auf diesem geschichtsträchtigen Platz, am Falkenplatz. Mein Name ist Carol Rosa, ich bin von Cultesso und zusammen mit Regula Weiss von MM Weiss GmbH dürfen das spannende Projekt Kube leiten. Cultesso und MM Weiss GmbH realisieren zusammen unter anderem Audiotouren und kulturhistorische Projekte. Wir sind hier eben am Falkenplatz, der zweiten Station der Tour durch das Lengass-Quartier. Wir erzählen auf dieser Tour Kulturgeschichten. Unbekanntes, Unerwartetes. Das Lengass-Quartier ist nämlich das Quartier, das sich nebst der Altstadt als erstes entwickelt hat, das entstanden ist. Ein Lebensquartier. Ein Lebensquartier. Ein Quartier, das im Laufe der Zeit sein Gesicht immer wieder sehr gewandelt hat. Kommt mit auf einen Zeitsprung ins 19. Jahrhundert. Wer hier verweilt,
auf diesem Platz, der spürt den Puls der Universität. Zahllose Studis eilen hier mit Büchern, Taschen und Rucksäcken über den Platz. Sie sind auf dem Weg zu ihren Vorlesungen im Hauptgebäude der Uni Bern direkt vor uns. Oder sie verweilen an sonnigen Tagen gerade dort hinten, auf diesem gemütlichen kleinen Platz. Döner- und Kaffeegeruch vermischen sich hier mit dem Klappern von Schuhen und dem Gelächter der Studis. Wie hat das hier getönt, vor 120 Jahren? Da hören wir doch gerade schnell rein. 1903 öffnete das Hauptgebäude der Universität auf der Großen Schanze seine Tore. Seither ist der Falkenplatz ein Brennpunkt des studentischen Lebens. Besonders eine Gruppe prägte zu jener Zeit die Gegend um den Falkenplatz. Studentinnen und Studenten aus dem russischen Zarenreich. Wir sind wieder zurück auf dem Falkenplatz. Und neben mir steht der Olivier Machidor. Er ist vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband SBV. Olivier, was genau gefällt dir jetzt an dieser Tour Kube besonders gut inhaltlich? Inhaltlich ist es für mich sehr interessant, dass man viel Unbekanntes oder Spezielles über die Kultur und über die Geschichte dieser Stadt. Ich kenne die Stadt schon sehr gut, aber gerade so Details weiß man in der Regel nicht, wenn man nicht unbedingt so recherchiert. Also. Wie hast jetzt du deine Mitarbeit oder Entwicklung von dieser Kube-App erlebt? Eigentlich sehr gut. Ich habe es super gefunden. Als Mitarbeiter vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband habe ich natürlich auch Interesse daran, dass die Betroffenen auch involviert werden, wenn eine App entwickelt wird. Das ist leider auch häufig nicht der Fall und dann probiert man einfach irgendetwas zu basteln im Nachhinein, was natürlich immer schwierig ist. Und da war es vom Anfang an so, dass betroffene Personen eigentlich involviert worden sind. Und das ist von dem her ideal, weil dann kann man wirklich direkt die Empfehlungen geben oder Korrekturen. Was muss jetzt für dich eine solche App wie Kube bieten, damit du diese App gut nutzen kannst? Da ich eben verantwortlich bin für das Dossier Kultur und Audiodeskription beim Blindenverband und zwar eben in der Interessenvertretung, ich habe natürlich ein besonderes Interesse, dass Kultur für Blinde und Sehbehinderte zugänglich gemacht wird. Durch so eine App wird sie eben zugänglich, weil mit einem Audiobeitrag ist es wirklich für jeden zugänglich. Und auch die Kombination von Orientierung, also mit dem Navigationsteil, also von der App und eben die Audiobeiträge, ist es eine Kombination, die genau ideal ist. Sonst müsste ich mehrere Apps gleichzeitig verwenden, was natürlich nicht optimal ist. Olivier Machidor, vielen herzlichen Dank für das interessante Interview. Ist gern geschehen, vielen Dank auch. Wir sind jetzt also beim Restaurant Veranda. Das war eine Villa von einem Seidenfabrikant. Es ist eine besonders ruhige und eine lauschige Ecke. Eine kleine Oase mit hohen, alten Bäumen, zmitzt im Herzen von Bern. Und vor uns steht jetzt eine Brunnenskulptur «Blau-grüner Blick». Über dem Brunnen bewegt sich ein rotes Maul, darüber zwei Augen in den Farben grün und blau, eingerahmt von einem geschwungenen, rostigen Blech als Frisur. Das Maul bewegt sich im Zusammenspiel mit dem Wasser hin und her. Ebenfalls mitgewirkt hat von Anfang an in der Kerngruppe des Projekts Kube Tina Schei. Sie ist stellvertretende Leiterin der Fachstelle von Menschen mit Behinderung der Stadt Bern. Hast du jetzt gerade etwas gehört oder gehört, was du noch nicht gewusst hast? Ja, absolut. Ich habe Informationen, Hintergrundinformationen bekommen zu diesem Gebäude, zu der Situation, wie das alles entstanden ist, aber auch ganz genaue Details zu dem Brunnen, den ich vielleicht nicht sehe selber. Tina, was überzeugt dich jetzt besonders an dieser App? Mich überzeugt, dass es ein Produkt ist, das gemacht worden ist für Menschen mit einer Sehbehinderung, aber eben auch ohne. Also, dass es im Stil von Design for All konzipiert worden ist. Leute, die gut sehen, fällt gar nicht auf, dass es vielleicht ein paar spezielle Features hat. Und Leute, die nicht gut sehen, haben genau die sie eben brauchen, dass sie es alleine auch nutzen können. Und das ist ganz fortschrittlich und toll.
Du hast ja von Anfang an mitdiskutiert und mitentwickelt, hast Ideen und Anregungen eingebracht, sowohl inhaltlich, aber auch technisch. Wo siehst jetzt du die besonderen Hürden und Herausforderungen an einer solchen App? Also ich denke, gerade bei dieser App war es auf zwei Ebenen herausfordernd gewesen. Einerseits die technische Seite, dass man eben etwas macht, das wirklich nutzbar ist, wo Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung selbstständig auch nutzen können. Das braucht sehr viel Entwicklung und Neuentwicklung. Und andererseits war es aber auch inhaltlich herausfordernd gewesen, dass man Inhalte, Themen wählt, die für die Personen, aber auch für Personen ohne Sehbehinderung wirklich spannend ist, und dass man die Texte, die Inhalte so aufbereitet, dass sie eben auch etwas Neues bietet und vielleicht eben ein paar kleine Zusatzinformationen bietet, die man braucht, auch als Mensch mit einer Sehbeeinträchtigung. Welchen Stellenwert nimmt jetzt in diesem Projekt die Mitwirkung ein? Die Mitwirkung war von Anfang an ganz wichtig, dass man eben nicht etwas macht, etwas produziert, was schlussendlich nicht nutzerinnenfreundlich ist. Man hat das immer wieder spiegeln lassen von der Zielgruppe. Man hat immer wieder mal das auch testen lassen und hat das von Anfang an darum auch in technischen und inhaltlichen Fortschritt können einbauen. Und darum ist man zu einem runden Produkt gekommen am Schluss. Welche Richtlinien sind dir wichtig und hast du dann auch einbringen können? Also wichtig in der Produktion von so einer Applikation sind sicher Accessibility-Richtlinien, dass die eben, dass vor allem das Technische funktioniert. Das bedeutet zum Beispiel, dass Kontrast gewählt werden, die gut sichtbar sind, dass Schaltflächen auch als solche bezeichnet werden, damit die Vorlesefunktion von einem Handy von einer Person mit einer Sehbeeinträchtigung das auch so vorliest, dass Alternativtexte zu Bildern gewählt worden sind, die man sich abspielen lassen kann, die man hören kann. Und dass eben auch inhaltlich ausgewählt worden ist, dass Objekte etwas genauer beschrieben worden sind, dass man vielleicht auch vor einem Objekt steht, wo man etwas schmecken kann, etwas hören kann, dass verschiedene Sinne angeregt worden sind und so eben einen anderen Weg auch nochmal zu Kulturobjekten gewählt werden kann, die eben für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oft nicht vorliegt oder nicht speziell gebahnt wird. Tina Schei, danke vielmals für das aufschlussreiche Interview. Also, jetzt sind wir wirklich, glaube ich, reingekommen in die QB-App. Es ist wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr spannend, Monika. Und gerade der Brunnen ist mir jetzt irgendwie geblieben, weil der Brunnen, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Symptom von uns Bernerinnen und Berner. Es gibt so viele Sachen in unserer Stadt, ich habe den noch nie gesehen, ich bin in Fürlengasse, ich habe dort studiert, wo ich noch nie angetroffen habe, und sie wären faszinierend. Ist das so ein bisschen auf eine Art der Grund gewesen, warum sie gefunden haben, es braucht im Fall eine App, die auch so ein bisschen die kleinen Bischofs von unserer Stadt hervorhebt? Nein, also ursprünglich ist das Projekt in dem Ideation Journey, das EWB mit der Stadt gemacht hat. Und wir waren dann am Projektideen am Suchen gewesen, und ich habe die Dokumentation gesehen im Schweizer Fernsehen. Blindflug hat die geheissen, wo zwei junge Männer, jemand vollblind und jemand noch mit einem Sehrest von vielleicht 5%, selbstständig in Grossstädten unterwegs waren. Und natürlich auch sie Kunst und Kultur geniessen. Und plötzlich hatte ich so die Idee und dachte, Kunst und Kultur im Innenraum ist hier zugänglich, aber im öffentlichen Raum nicht. Also machen wir doch etwas. Wahnsinnig spannend. Also ich habe wirklich das Gefühl, weißt, wenn ich das anschaue, jetzt, Andrea, das muss es ja überall geben. Also ich habe das Gefühl, das ist ein skalierbares Produkt. Das ist es. Es gibt verschiedene Skalierbarkeiten. Und zwar eine Möglichkeit wäre sicher, weitere Touren für die Stadt Bern auf die App zu laden. Wir sind dort auch schon ein bisschen im Austausch. Wir schauen, wie es weitergehen könnte. Es hat auch schon Ideen gegeben, was für Touren dass es zusätzlich noch sein könnte. Man könnte es aber auch in öffentliche Gebäude integrieren, wo man wirklich dann auch, dass die Sehbehinderten und Blinden wissen, in welchem Stock sie sind, wo müssen sie her, dass man da nicht immer Leute fragen muss, sondern dass wirklich einem die App wird helfen würde. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, jetzt gerade für eine smarte Stadt, dass man wirklich barrierefreies Kartenmaterial hat, dass man wirklich dokumentiert hat, wo hat es Hürden, wo hat es Stolperfallen, dass man das so den Leuten weitergeben kann. Also schon, ich habe das Gefühl, wenn ich zu euch beiden zulasse, es wird auch nicht langweilig in den nächsten Monaten und Jahren, oder, Monika? Nein, definitiv nicht. Also etwas möchte ich wirklich noch gerne anfügen. Und das ist mir auch wichtig auch im ganzen Projekt, ist, du kannst nicht alles digital lösen, das hat sich jetzt gezeigt, sondern du brauchst wie Kombinen, also so Redundanzen, also mit dieser Mobilitätstrainerschaft
ist für uns ein wichtiges Learning gewesen, es geht nicht alles. Also je nachdem, für was und wie du etwas produzierst. Und das andere ist wirklich, dass sich wirklich eine Stadt oder auch Partner, die mitbügeln, einfach die Mitwirkung auf die Fahne schreiben müssen. Und zwar überall, wie es irgendwie geht. Also eigentlich nur so bekommst du Resultate, wie wir jetzt Resultate haben bekommen. Es ist allgemein so ein Thema von diesen zwei Tagen hier, oder? Dass man eigentlich die Silos aufbricht, dass man auch partizipativ arbeiten kann, die Bevölkerung auch einbezieht. Das habe ich bei euch jetzt wirklich das Gefühl, dass das ist gelungen. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass genau so oder, die Bischofs wie so ein Brunnen entdeckt werden. Ist das der zukünftige Weg für solche Apps? Ja, also ich denke sicher, dass es. Also, eben die Zusammenarbeit von verschiedenen Partnern, das ist sicher ein zentraler Punkt. Und dann wirklich auch, dass wir. Und das ist uns immer sehr am Herzen gelegen, dass wir wirklich auch die Zielgruppe und die Nutzer, die es dann werden nutzen, wirklich auch auf sie abstimmt. Also nicht, dass wir einfach etwas auf den Markt bringen und dann sagen, hey, schaut mal, passt das, sondern wirklich sehr von Anfang an integriert. Wir haben Workshops gemacht, wo man wirklich auch beim Thema mithelfen konnte. Sie haben uns Tipps geben, auf was müsst ihr schauen. Und ich denke schon, dass das Ziel muss sein, dass man die Zusammenarbeit von Zielgruppen, von verschiedenen Partnern, von verschiedenen Know-how, dass das wirklich den Mehrwert dann auch bringt. Ich glaube, das hat man rausgehört oder? In den Gesprächen. Der Tina unter anderem, der wirklich sehr klar sagt, oder, man spürt richtig, dass sie sich einbringen können in die App. Jetzt haben wir gesagt, sie ist eine Beta-App. Wann wird sie wirklich fertig? Das können wir im Moment noch nicht sagen. Also, es geht ja darum, wer übernimmt die Trägerschaft von dieser App und wie wird sie dann mit der zuständigen Informatikfirma weitergeführt und weiterentwickelt. Also, da können wir im Moment noch nicht. Also die Zeit, wo ihr könnt jetzt Werbung machen, natürlich. Wenn ihr eine Trägerschaft braucht, was müsst ihr so eine Trägerschaft mitbringen, Andrea? Ja, es müsste sicher ein Flair für die Stadt Bern sein, wirklich das Offendenken. Wirklich, wir haben es im Moment auf Sehbehinderte und Blinde. Es war immer die Frage, ob man es so für rollstuhlgängige Leute macht. Das ist auch noch so ein Thema. Wir mussten sagen, wir fokussieren uns, tun das mal wirklich an den Boden bringen. Aber dort gibt es natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die auszubauen. Jetzt haben wir viel über die Barrierefreiheit geredet. Aber also nicht zu vergessen, ich glaube, die App kann jeder Mann und jede Frau ja brauchen. Also die ist für alle attraktiv. Genau, also wir haben es jetzt einfach mal umgekehrt gemacht. Ja, also fokussiert. Ja. Genau, also nicht von, wir schauen mal, ob es Frauen geht, wir schauen dann noch auf spezifische Gruppen, sondern jetzt hat man mal angefangen mit sehbehinderten und blinden Leuten. Dann ausbaubar. Und, also, meine, die App kannst du genauso nutzen. Ich würde dir so empfehlen, das Fakt. Mhm. Und da sind wir dann gespannt auf deine Rückmeldung. Aber schon dort ist es spannend, oder? Und vielleicht auch ein Feedback von mir oder ihre Entwicklung, dass ihr zuerst gesagt habt, also wir machen es zuerst barrierefrei und dann schauen wir an, wie wir es normalisieren, ja, für das Schlusszeichen, sage ich mal. Es ist ja nicht der normale Weg, es ist eigentlich meistens umgekehrt. Nein, ja, das ist so, aber wir haben natürlich, es gibt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, es gibt verschiedene Touren schon, es gibt verschiedene Organisationen, die Touren in der Stadt Bern anbieten. Und wir haben wirklich versucht, den Mehrwert zu generieren und zu sagen, hey, lass uns etwas machen, was es im Moment noch nicht gibt. Und das wäre es genau gewesen, oder? Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und jetzt haben wir gehört, die kann man abladen, das macht Spass und so. Trägerschaft seid ihr noch am Suchen. Die nächsten Schritte, die sind eigentlich ausgemalt. Geht ihr jetzt pitchen oder wie macht ihr das? Weißt, wie sucht ihr eine Trägerschaft? Das müsst ihr schon erklären. Also, es haben schon Gespräche stattgefunden. Ja. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Ja. Und es ist aber eine Trägerschaft, die selber Erfahrung hat, mit so Touren anzubieten. Also auch im Live-Format. Und wo sehr Lust hat, das App zu übernehmen und für weitere Touren dann auch einzusetzen. Ich muss vielleicht sagen, hinter dem App, und das ist der Vorteil davon, wir haben das CMS, also das Content Management System. Das heisst, du kannst Inhalte einspeisen und dann so Python wieder aufladen. Aktualisieren. Ja. Also, wenn ich richtig verstehe, wir reden zwar immer von Beta, aber eigentlich steht Skelett. Man muss es nur noch füllen und für das, klar, braucht es eine Trägerschaft oder unter dem Strich braucht es Geld, oder? Ja. Für Leute, die diesen Inhalt füllen können.
Aber das sind die nächsten Schritte, in dem Fall konkret. Ja, das ist so. Sehr, sehr schön. Also, ich danke sehr, seid ihr da gewesen. Es war inspirierend. Andrea, sehe ich später nochmal, wenn wir den ganzen tollen Preis verleihen. Monika, die leider nicht mehr, aber es war schön, dass ich die jetzt hier eine halbe Stunde sehen durfte. Hat extrem gefackt.